so. Ich wärme mich auf für den Sparring. Das Team hat ein öffentliches Sparring organisiert. Samstags 10 Uhr, keiner muss arbeiten, ein paar Leute sind da. Finde ich eine gute Idee. Mal schauen, wie das erste Mal wird. Feuertaufe, würde ich sagen. Schaut schon wieder Vater und Sohn trainieren zusammen. Gut gemacht, Bursche. It's Monday morning and the champ is back. My new nickname is Holiday Champ. Ich weiß nicht, wer sie mir gegeben hat. Aber ich glaube, manche sind eifersüchtig, weißt du, dass ich so viel Urlaub mache. Einmal trainieren, 2 Monate Pause, dann wieder heim. Was für ein Zufall. Ibo hat 2 Monate Sommerferien. Heute erster Schultag, Ibo doch da. Ich hab Schultasche dort. Bleistifte gekauft. Schultüte. Du musst mich aufnehmen. Dadurch bekommst du mehr Abonnenten. Du musst mich jedes Mal betteln, bitte Video teilen, liken. Du musst einfach den Champ aufnehmen. Dann bekomme ich nur solche Türkenfans, die beim AMS sitzen. Was machst du hier? Ich dachte, Gewalt ist keine Lösung. Ab und zu Lösung. Das ist meine Kampfstellung für heute. Lass mich nicht in Ruhe lassen. Komm, ich hab dich vermisst, Can. Sei nicht so. Herr Trainer, sollten Sie sich nicht konzentrieren? Nein, ich hab mich gerade mit Alex unterhalten. Was ist gerade? Kindermatch? Kindermatch? Depends, not geht's? Schön dich zu sehen wieder, Haki. Ha, was? Schön dich wieder zu sehen. Danke, ich weiß. Also schön ist relativ, aber ich freue mich zumindest. Ich war jetzt verletzt, konnte nicht ringen. Ich habe nichts Besseres anzufangen mit meinem Montagabend zu früh. Ist hart, aber wahr. 8 Uhr in der Früh haben wir immer ringen. Mutzach, Leute, um 8 Uhr in der Früh ringen. Das ist so unmenschlich, aber es muss halt sein. Oder, Marco? Das ist ganz wichtig beim Camp. Schaut euch den Ausländer an. Sofort ist er unfair, kommt mit Fußballschuhen. Stoppelschuhe. Stoppel. Essen, Essen, Stoppel. Oh nein. Ich bin genau Michel heute. Uli, das war schon mehr eine Sprungübung für mich jetzt. Tu nicht immer raunzen. Marco, ich kann dir eins sagen, weißt du, warum der Markus beim Training nie herumraunst? Weil er nie mittrainiert. Aber wisst ihr, was noch schlimm ist? Ich trainiere nie mit und mache euch trotzdem alle fertig. Gerüchteweise. Hast du etwas auf Kamera? Wo die Leute sehen, Markus. Ich nehme alles zurück, Markus. Geh weg von mir, geh weg von mir. Ich habe 100 Videos.
Ich war okay. Ich bin zwar müde, aber ist okay. Nikola! Hilfe! Komm mal da! Handballtechniker sind wirklich die Besten. Das ist ein Psychopath, Mann. Mach so gut wie deine, Markus. Kampasch ist schon ein bisschen so wie George Clooney in Batman, oder? Schon, gell? Ich sehe ihn mehr so als Meister Miyagi. Aber George Clooney ist im Ringen. Hey, Champ, wie geht's dir da am Boden? Wie soll mir gehen, wenn ich mit Rakisch trainiere? Am besten. Kampasch ist nicht so wie Mutten Roshi, nur Mutten Nochchi. Mutten Nochchi. Mutten Nochchi. Mutten Nochchi. Nochchi. Was machst du hier? Solltest du nicht trainieren? Das ist guter Morgen, Respekt zum Isaac. Respekt. Nein, wir sind heute hier im 23. Genau, genau. Zum großen Turnier, wie geht es Ihnen? Genau. Wieso machst du nicht Mittag? Oder? Ja, weil ich jetzt erst um 12 Sparring habe. Also weil du jetzt erst aufgestanden bist? Ja, okay. Genau, weil ich erst Frühstück. Ihr dürft keine Freunde sein, ihr sollt euch prügeln. Ich bin kaputt, Maki. Ich rede über Cevape und so. Pleskavica. Immer wenn ich dich im Training sehe, redest du über Essen. Gut, das motiviert mich. Motivation. Gut. Was machst du denn noch? Heute Montag, 2. September, der erste Schultag. Auch bei uns ist wieder zurück in die Schule. Ihr seht hier die Klasse 5b. 8 Uhr in der Früh, erste Stunde Ringen mit Professor Hampasch. Ist nicht die schönste Schulklasse, jeder ist tätowiert und schwitzt ein bisschen viel, aber sie geben sich Mühe. Fehlt nur noch die Schultüte. Nur in der Klasse wird die Schultüte eher geraucht. Halten hier. So. So. Oder so. So. Ich bin immer gestresst. Rückwärts, Alter. Boah. Hat der Professor dich gerade mal irgendwas? Schwer, der Typ hat einen Speicher, das kannst. Ich weiß nicht, von wo er die ganze Technik da drin. Wie viel, weißt du? Wie viel das ist? So meinst du?
Erstes Jahr Poly. Ja, Polytechnik. Ibo und Alex, das sind so die zwei, die am Schulhof jeden das Pausenbrot wegnehmen. Wir haben so den Darko in der letzten Reihe, der so der Klassenclown ist. Wir haben Matthias, den Oberstreber, der ein bisschen ein Superhirn ist und drei Klassen übersprungen hat, aber leichten Autismus hat. Was ist der Marco? Ist das der Lehrer? Nein, das ist der Direktor. Marco ist schon so ein Streber, ein Bekomm. Der Marco ist der Streber. Der Michel, was ist der Michel? Der ist so der Lehrerliebling, der mit den Lehrern in der Lehrerkafeteria mit den Lehrern Kaffee trinkt. Der jahrelang tömpfelt worden ist im Klo und sich gedacht hat, das lasse ich mir jetzt nicht mehr bieten im Poli und hat sich voll aufmagaziniert. Schau dir den an. Niemand tömpfelt mehr ein Michel. Also das ist gefilmt, wo er gesagt hat, der Taco ist das größte Talent. Ja, hast du das gerade mit? Ich weiß nicht, ob ich auf Rekord drückt habe, aber hat er das gesagt? Ah, er hat voll gesagt. Ja. Wirklich? Das ist das größte Talent, das hat jeder gehört. Das hast du in der Schule nie gehört, oder? Ich habe nur gehört, du sollst weniger reden und mehr trainieren, Taco. Das habe ich gehört. Wie geht's euch an einem neuen ersten Schultag? Ah! Also, Sepp, du bist nämlich dein Pausenbrot weg. Entschuldigung, du bist aus der 4B, oder? Dein Pausen-Chewabe. Hat eure Mama auch immer so früh Essen in die Schule mitgegeben? Alter, weißt du, was das Schlimmste ist? Das muss ich dir erzählen, wie ich erwischt wurde. Okay, nach dem Training erzählen. Wer? Nimm auf. Okay. Herr Darko, du schuldest mir noch 3 Euro. Du hast 2 Wochen Zeit, sonst verlange ich einen Zinsaufschlag von 50%. Das wären dann 4,50 Euro alle 2 Wochen. Schon bist du auch für was gut. Darko, was für eine Schule wäre das? Das hier? Wenn wir jetzt eine Schule... Poli, brauchen wir nicht reden, Poli. Sind genau dieselben Leute, alle tätowiert, Ausländer außer, und fetzen sich. Außer die, das ist so Sonderabteilung, Sonderschule. Die sind jetzt irgendwie im Käfig. Doch, da war der Typ schon so scheiße aufgestiegen. Darko ist schon der Schlimmste in der Klasse. Genau. Das ist der Rotzbur. Aber Markus, Max und Moritz. Bis auf den Jam, gell? Du bist ja auch Lehrer, oder? Noch nicht. Ewiger Student. Aber demnächst soll ich mal fertig werden. Aber stell dir jetzt vor, du bist Lehrer und das heute war deine Klasse. Wie happy wärst du? Ja, es gibt eh ein paar brave Schüler. Klassenvorstand Rakic. Wie war für Sie heute der erste Schultag? Eigentlich perfekt. Ich habe das... Ich habe die ganzen Ferien durchgelernt, durchtrainiert. Somit bin ich vorbereitet für das neue Schuljahr. Der Darko, also ein schlimmer Finger. Also Klassenbucheintrag ist wöchentlich angesagt. Der ist nur auf Fetzen aus. Also jede Pause schlägert er mit dem anderen Jungen. Keiner gesehen. Hast du diesen Reflex gesehen, wie ich aufgestiegen bin? Das war das Wichtigste, wie ich. Kannst du den Lehrer bitte nicht unterbrechen? Das ist Körperverletzung.
Das sind die Strafen bei mir als Lehrer. Danke, Markus, fürs Nichtstun. Große Pause. Oh, wie es abwehrt. Oh mein Gott! Matthias, lösen und weglaufen, weglaufen! Schon aus. Oh mein Gott! Aus, aus! Technische Überlegenheit, Baby Matthias, aus, aus! Ich glaube, die Rangordnung am Schulhof hat sich soeben geändert. Ab jetzt darf Matthias am Tisch mit den Coolen sitzen. Du musst auf den Kindertisch. Herr Banovic, Handy weg im Unterricht. Was? Es ist Pause. Es ist große Pause. Es ist große. Warte, lass! Das kann oh, deine Mutter kann sich Steppert, wenn es Jugo-Eltern hast, dürftest du sowas nie erlauben. Die hätten nicht umgebracht. Und lass das Handy lieber beim Lehrer. Als das lass lieber. Ich hole das Handy nie wieder. Isaac ist aus der 4C. Unterstufe. Komm, Dago. Ich hoffe, ich krieg seine Nummer. Wir sind gerade im Polytechnikum, 12:20. Das ist unser Nummer 1 Schüler Dago Banovic. Der bringt sein Kind mit im Unterricht. Bleib wieder halt. 17 Jahre, Teenager werden Mütter. Eigentlich haben die Mädchen schon zu. Spanisch schon wow. Also schaut her, sie lacht durch. Echt? Hat sie gelacht? Ja. Hat sie echt gelacht? Aber ich glaube, sie hat schon ein Kind mit 6. Was? Ja, sie schaut her. Lass ein bisschen, ja. Weil du gesagt hast, wegen der... Pausenbrot? Wegen dem Pausenbrot. Weißt du, meine Mama? Die hat mir immer das Pausenbrot, was der in so Alufolie eingepackt, ja. Und ich wollte es nie essen. Ich habe eine Zeit lang nie das Essen gegessen, ja. Und in der Früh, ich gehe so am Parkplatz, ich nehme so das Brot raus und fetze es unter das Auto, okay. Und auf einmal, ich komme so, meine Mama erzählt mir dann Jahre später, sicher habe ich Waschen dann bekommen zu Hause. Sie sagt, sie geht so am Parkplatz einkaufen und das Auto ist wahrscheinlich weggefahren, wo ich es weggeschossen habe. Und sie sieht so, erst, das sieht aus wie mein Brot. Sie geht hin, macht es auf, ist genau dasselbe drin, was sie zubereitet hat. Ich komme nach Hause, sie sagt, was gab es denn zum Essen? Das fragt sie mich nie, wenn ich versuche so zu pokern. Aber weißt du, voll mehr gegangen, leider, das war... Bist du deppert? Bist schon erraut. Wo behindert, das ist scheiße, genau dieses scheiß Auto ist weggefahren. Alter. Sonst wäre es ein perfektes Verbrechen gewesen. Das ist unser nächster Olympia-Wrestler. Playboy-Olympia-Wrestler. Sehr talentiert. Sehr talentiert. Ha ha!